Hallo und herzlich willkommen zu einer folgenden Folge 7 Days. Halt die Klappe da hinten! Du dai! Ja, wir sind zurück. 21.35 Uhr, es ist gleich 22 Uhr. Wir werden jetzt erstmal ein kleines bisschen bauen. Hallo! Und ja, wir haben keine Quest mehr zu erledigen. Wir sind überladen momentan. Wir sortieren jetzt ein bisschen. Ich würde mit euch tatsächlich gemeinsam sortieren, wenn das nicht interessiert. Es gibt die ersten paar Minuten dieses Let's Blaze, ganz einfach. Wir bauen nebenbei aber schon mal den Wassersammler zusammen, aber den großen Teil werden wir jetzt erstmal ein bisschen aussortieren müssen. So, Wassersammler. Zusätzlich müssen wir ein bisschen skillen und so weiter und so fort. Heißt das Ding... Nee, Tausammler. Heißt das Ding nicht Tausammler? Jo. Tausammler, nicht Wassersammler. So, verfolgen. Also, wir brauchen dafür Rohre, Klebeband und... Na, Klebeband haben wir schon mal eins zu wenig. Und wir brauchen vor allem Plastik für das Ding. Und wir brauchen... Was brauchen wir noch? Rohre. Wo sind denn Rohre? Ah, bloß, wir haben keine... Oh, wir haben... Oh, oh. Ah, doch, 11. Wollte gerade sagen. Hätte nämlich sein können, dass wir keine Rohre mehr haben, tatsächlich. So, ein Kleber, einmal Stoff. Dann machen wir einmal Klebeband. Dann sagen wir den Tau-Sammler und fertigen den. Und dann haben wir endlich wieder das Ding. So, folgendes. Wir werden jetzt einmal hier sortieren. Dann werden wir einmal da sortieren. So, die Dinger hier können schon mal raus. Die brauchen wir gleich für den Tau-Sammler. Das ist eine Modifikation. Munition würde ich hier hinpacken. Das ist Tau-Sammler-Modifikation. Dann haben wir das hier. Und das hier ist schon mal raus. Das kommt hier rein. Da müssen wir auch eine zweite Kiste draus machen. Eine mit Samen. Die kommen dann da hinten hin. Das heißt, wir können schon mal eine weitere Kiste in Auftrag geben. Wo wir dementsprechend das Zeug reinschmeißen. So, dann haben wir einmal Modifikationen. Ah, guck mal, da haben wir sogar welche doppelt. Die können wir auf jeden Fall verkaufen, weil es uns eh nichts bringt. So, das hier. Dann machen wir hier raus eine Mods-Kiste. Mods. Sortieren das ganze Ding einmal. Das kommt raus. Das, das. Ach, guck mal, hier sind auch noch Metallrohre drin. So, das kann alles dementsprechend hier rein. Wir können danach nur unterscheiden zwischen Klamotten und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist im Großen und Ganzen ist das erstmal soweit okay. Wenn wir die Modifikationen hier reinschmeißen. Die hier kann noch weg. Das kann noch weg. Das kann hier hin. Das kann dahin. Das Ding ist hier noch dazu einzuordnen. Du kommst hier rein. So, der Tau-Sammler ist fertig. Wir müssen nur mal gucken, wo wir das Ding am Ende hinsetzen. Storage. Wir müssen tatsächlich... Wir sind zu klein, lustigerweise, hier oben. Den können wir allerdings hier hinsetzen. Da kommen jetzt erstmal dann alle Samen rein, die wir haben. Machen wir erstmal so und so. Und das Ding hier so. So, Samen. Wir haben relativ viel Stuff mittlerweile. Ehrlich gesagt. So, haben wir mal ein paar mehr Kisten wieder, die wir sortieren müssen. Dafür sollte jetzt dann dementsprechend auch alles reinpassen. Hoffen wir es zumindest mal. So, das hier ist alles Verkaufmaterial. Der Rest ist tatsächlich eher behalten. Das hier, das. Das brauchen wir selber. Der kann hier rein, das Zeug kann hier rein. Das Nähset. Na, müssen wir mal gucken, wo wir das Zeug hinschmeißen. Wir können schon mal langsam anfangen, aber auch das einzuschmelzen. Wir sollten auf jeden Fall die Schmelze anschmeißen. Wir werden allerdings wahrscheinlich jetzt in der Nacht einen Schreier kriegen. Also mit höchster Wahrscheinlichkeit, wenn wir jetzt die Schmiede laufen lassen und alles andere laufen lassen, kriegen wir höchstwahrscheinlich einen Schreier. Ist nicht schlimm, aber damit müssen wir zumindest jetzt dann rechnen. Da wir unsere Hordenfalle woanders hinbauen werden und das Ding hier praktisch nur Provisorium ist, müssen wir übrigens hier noch wegbauen, können wir eigentlich den Tau-Sammler direkt hier hinstellen. Tau-Sammler hier hin. Modifikation alle rein. Damit haben wir sauberes Wasser, das wir bekommen. Nicht mehr trübes Wasser. Zusätzlich hier unten sind wir auch noch gar nicht fertig. Da müssen wir auch noch weiter bauen. Mal ganz abgesehen davon, dass wir das noch haben. Das bauen wir allerdings mit ganz normalem Holz. Da sollte nicht viel passieren. Wenn mal ein Polizisten-Zombie kommt, der irgendwie hochspuckt oder irgendwas anderes, ist das relativ egal. Wir haben allerdings ein bisschen wenig Holz. Ah, wobei, wir haben 75 Würfel. Aber bevor wir das jetzt anstupsen, stupsen wir erstmal was anderes an. Unter anderem können wir hier schon mal anfangen, Pflastersteinblöcke weiterherzustellen. 11 Stück, besser wie nichts. Dann brauchen wir Lehm und Steine. Steine haben wir 300 nur, da brauchen wir ein bisschen mehr. Pflastersteine können wir aber schon mal in Auftrag geben. 300 immerhin wieder. Dann haben wir hier noch eine Modifikation drin liegen. Das ist auch eine Modifikation. Du kommst hier mit dazu. So, Stühle können wir zum Verbrennen nehmen. Dann haben wir Ölschiefer.
können wir Benzin... Ja, wobei, wir haben noch 2000. Das sollte erstmal eine Weile reichen. Das hier können wir auf jeden Fall dann schon mal zum Einschmelzen mitbringen. Die Stühle können wir zum Verfeuern mit reinschmeißen. Die können wir direkt in 5 wieder drauf stacken. So, wie sieht's aus mit Maisbrot? Essen brauchen wir sowieso dringend. So, was können wir denn alles kochen? Wir können Blaubeerkuchen kochen. Heidelbeeren müssen wir anpflanzen. Ei, Maismehl, Tierfett. Ist nicht so geil tatsächlich. Eier mit Speck sollten wir auf jeden Fall machen. Wildbret und Eier, da haben wir nicht so viele, aber das Wildbret haben wir relativ viel. Wir haben relativ wenig Nahrung bis jetzt tatsächlich verbraucht. Eins können wir nur fertigen, weil uns die Eier fehlen praktisch. Das sind 7, sind 8 Minuten. Ja, und wie gesagt, wir werden halt jetzt definitiv die Heatmap so hochtreiben, damit wir einen Schreierzombie kriegen. Müssen wir mal gucken. Blaubeerkuchen haben wir sogar noch. So, was haben wir denn noch im Angebot? Tatsächlich, Maisbrot ist ein sehr cooles Produkt. Kürbis, hier braucht man immer zu viel Materialien. Hier Kürbis, Ei, Mais mit hier für Bier. What? Könnte man Just for Fun aber mal machen, glaube ich. Tierfett haben wir echt nicht viel. Wieso haben wir so wenig Tierfett? Kürbis, Maismehl haben wir ganz viel. Ei 1, Bier. Hatten wir nicht Bier? Doch. Just for Fun, um es mal gemacht zu haben. 2 Minuten. Na, gucken mal, wie viel es bringt. Kürbisbrot. Oh, Kürbis, Maismehl und... Da haben wir doch was. Kürbis, Maismehl und Wasser. Wasser 10 Stück, die wir verheizen können. 10 Stück, 21 Minuten. Okay. Gehen wir mal auf gute 30. Insgesamt. Das Ding können wir direkt wieder benutzen. Später werden wir auf Gemüse oder sowas gehen. Das lohnt sich dann auch wieder. So, Munition. So, dann haben wir hier noch Waffendinger drin. Das hier kommt mal zur Modifikation. Das Ding hier auch. Das kommt auch ganz woanders hin. Du kommst noch hier mit rein. Du auch. Eine zweite. Eine, das heißt, eine können wir definitiv verkaufen. Die legendären Teile haben wir 3 Stück von. Die werden wir natürlich definitiv nicht los... oder nicht verkaufen. Wäre blödsinnig. So, Rezepte. Pflastersteinblock 34. Danke. So, Benzin packen wir mal ins Auto. Wir packen auch schon mal das Auto, glaube ich, ein bisschen zusammen. Das heißt, Modifikationen nicht, aber hier die Hälfte an Repair-Kits. Bisschen Benzin packen wir auf jeden Fall mit rein. Wasser haben wir jetzt nicht so viel, aber wir können mal das und das hier ins Minibike reinpacken. Wie sieht es eigentlich munitionsmäßig aus? 36. Hier sollen wir schon mal nachladen. Gerade Nacht, wenn eben Schreierzombie kommt oder irgendwas in der Richtung. Gibt es Probleme? Cool wäre, wenn man die Slots tatsächlich, hier liegt noch Mais drin, wenn man die Slots festmachen könnte. Das wäre tatsächlich mega cool. Wenn du sagen könntest, ich sperre gewisse Slots, die nicht mehr sortiert werden, könnte man zum Grundvorrat anlegen. Wäre eine coole Idee fürs Game, falls ein Entwickler das jemals sehen sollte, was ich sehr bezweifle. Aber das wäre eine geile Idee, wenn du mit Rechtsklick irgendwie hier Slots sperrst, auch hier, sperren kannst und sagen, die werden nicht einsortiert, die werden nicht sortiert, die sind einfach außen vor. Wäre eine coole Nummer, ehrlich gesagt. So... Dann haben wir das hier und das hier. Damit können wir schon mal Munition fertigen. Wir kriegen gleich Besuch. An halber. Oh, nett. Mit Speerbüchlein. Und 13. Danke. Es war aber lieb von ihm, dass es vorbeigebracht hat. Auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. So, hier müssen wir jetzt Folgendes tun. Es reicht, wenn wir durchschießen können. Wir können durch diese Gitter nicht mehr... Also, wir können... Würde sowieso nicht funktionieren. Wir können durch diese Gitter nicht mehr schießen... nicht mehr schlagen. Das haben wir ja rausgefunden. Aber wir müssen auch nicht schlagen. Wir wollen hier tatsächlich nur durchschießen können. Jetzt ist nur die Frage. Ich hoffe, dass das ganze Ding in sich nicht wieder zusammenfällt. Sonst haben wir ein großes Problem. Aber normalerweise müsste das eher zur Stabilität tatsächlich noch dazu beitragen. Sinn und Zweck des Ganzen, was wir jetzt hier gerade treiben, ist letztendlich natürlich da. Es kommt irgendein Zombie. Das hier ist nur temporär übrigens. Das muss eh weg. Kann ich an der Seite hoch. Wir gehen hier runter. Der haut irgendwo gegen die Stütze. Deswegen haben die Stützen ja direkt auch so gefertigt, wie sie sind. Und wir können dann hier dementsprechend laufen, schießen und so weiter und so fort. Das Geile ist, wir sind hier nur noch 4 Tage. In den nächsten 4 Tage ziehen wir dann praktisch schon wieder ins nächste Biom weiter. Ist ein bisschen schade, weil wir praktisch fertige Basen bauen, die tatsächlich relativ lange heben würden, wenn man sie dann ausbaut.
Wenn wir das hier auf Beton ausbauen beispielsweise, das würde ein halbes Jahrhundert heben. Aber wir ziehen immer relativ schnell weiter. Ist aber, glaube ich, ganz spannend, wenn wir wieder mal eine neue Basis ausprobieren. Und so ein bisschen nicht mega verschieden. Ich baue tatsächlich immer gleich, weil es einfach mega effizient ist und weil ich mich dran gewöhnt habe und weil es schnell geht auch. Man sieht hier, wir sind nicht lang unterwegs. Aber, ja. Kurz Moment. So. Sorry für die Unterbrechung. Für euch nur ein paar Sekunden. Für mich tatsächlich jetzt eine relativ lange Unterbrechung. So, du bist hungrig. Maximal. Wir sind doch schon am Kochen. Wir sind doch schon am Kochen. So, das Ganze hier wehrt man dann noch auf. Dafür brauchen wir allerdings weitaus mehr Holz. Was wir allerdings noch natürlich jetzt noch machen können, ist unter anderem... Hier ist echt kein Zombie in der Nähe, oder? Nein, ist einer. Wir können mittlerweile den Betonmischer... Heißt er? Ja, ich heiße gleich Zementmischer, oder? Den Zementmischer können wir mittlerweile herstellen. Dafür brauchen wir... Lass mich raten, mir fehlt der Motor, oder? Richtig. Okay, der Motor fehlt, den Rest haben wir tatsächlich alles. Wir können mittlerweile Zementmischung herstellen dann. Oder Beton können wir herstellen. Was schon mal sehr, sehr geil ist. Denn damit können wir dann natürlich auch unsere Basis oder unsere Hornfalle mega krass verstärken bereits. Es reicht völlig ein aus Pflasterstein. Wir werden übrigens ungefähr die gleiche bauen. Wir werden die Schritt für Schritt allerdings erweitern. Die erste, die wir... Was zur Hölle machst du da? Was ist los, mein Freund? Wir werden die aber nach und nach Schritt für Schritt erweitern. Okay, also Nitrat brauchen wir. Ganz ehrlich, was bringst du? Ein Blaubeerkuchen 45. Oh komm, gönn dir. Benutzen. Sind wir mit irgendwas schon durch? Das Geile ist, dass wir jetzt normales Wasser bekommen durch den Filter. In einer Minute sind wir durch. Warte mal, pack mal das hier rein. Wir machen als nächstes, stellen wir hier noch Wasser her. Problem ist tatsächlich, die Heatmap geht hoch. Die Hordenfalle... Ja, würde ich da hinten den bauen tatsächlich. So, jetzt gucken wir einmal durch. Und zwar, was haben wir denn an Werkzeuge? Werkzeuge waren wir, glaube ich, Stufe 4 oder so weiter, was wir jetzt herstellen können. Können wir nur eine Werkbank herstellen? Werkzeuge. Eisenschaufel, Stufe 4. Wir haben Stufe 2. Sollten wir auf jeden Fall herstellen. 40 Eisen. Wir haben, glaube ich, Eisen habe ich produziert, oder? 6. Okay. Oha. Und Kleber brauchen wir. Ich glaube, hatten wir nicht einen Knochenmangel sogar mittlerweile? Wasser. Ja, wir haben ein Problem. Hau mal das durch. Das Kürbiszeug brechen wir ab. Wir hauen dafür 6 mal Kleber durch. Das sind die 37. Wir brauchen tatsächlich die Grundmaterialien wieder, weil wir es verbockt haben, mehr oder weniger. Die Grundmaterialien fehlen uns gerade so ein kleines bisschen für die Herstellung. Ich würde jetzt aber eher sagen, 50, wir brauchen definitiv mehr Eisen. Das Problem ist, wir haben nicht so viel. 32, pack mal das Ding hier rein. 65, wir haben ein bisschen Eisendefizit. Ein bisschen ist gut, ein bisschen viel. Eine Minute. Wir haben aber auch nicht wirklich was, was wir noch zu Eisen zerlegen können. Den hier können wir zerlegen, kriegen wir zumindest mal Leder raus. Batterie Stufe 2, Pflastersteine, ja, die Rohre, gut, 72 Federn, davon können wir tatsächlich noch ein bisschen was einschmelzen. Modifikationen können wir nochmal reingucken, Rüstung können wir gleich nochmal angucken, Mods, die kann auf jeden Fall weg, alles was wir doppelt haben kann im Grunde weg, die haben sogar dreifach das Ding. Und die haben wir hier schon drin, brauchen wir letztendlich nur einmal. Mehr Schaden gegen Stein, mehr Schaden gegen Eisen. Das ist geil. Okay, das packen wir beides dann dementsprechend da rein. Die Klingenmod, das sind zwei unterschiedliche temperierte Klinge. Eisenspeer. Der wäre wichtig. Stufe 5. Okay, wir haben einen neuen Favoriten gerade gefunden. 6 mal Klebeband brauchen wir dafür. Okay, machen wir den Kürbiskuchen hinten dran. Kürbiskuchen hinten dran, Kürbisbrot. Noch weiter hinten dran. Wir brauchen erstmal Wasser tatsächlich. Die Eier mit Speck kannst du schnell noch fertig machen. Das ist okay. So, Modifikation. Das Zeug kommt hier rein. Wir haben 2000 momentan hier noch übrig. Essen ist auch recht ausgedüngt. Nitrat. Nitrat ist in der Wüste tatsächlich relativ scheiße zu finden. Hier wäre eins, weil weißes Zeug auf weißem Hintergrund mehr oder weniger. Nitrat sieht echt schlecht aus. Hier wäre Nitrat wohl... Und wir werden hier unsere Hornfalle hinbauen. Auf die Seite. Warum nicht auf die Seite?
Das ist hier. Wir gucken. Achso, das ist. Nee, die Seite. Auf die. Doch, die Seite passt. Falsch orientiert, der gute Mann. So, der Vorteil ist. Ja, dauert einen Moment, aber ja. Wir werden wahrscheinlich ein, zwei Zombies dadurch jetzt anlocken, aber ganz ehrlich, shit happens. Ich will sie jetzt nicht mega weit wegbauen. Einfach weil wir das Material dann dementsprechend leichter hin und her schleppen können. Guck mal, hier ist übrigens. Das ist Ölschiefer. Das hier ist Ölschiefer. Daraus kriegen wir Ölschiefer und daraus praktisch 1 zu 1 Benzin. Das heißt 24 Benzin, 30 Benzin, 36 Benzin und so weiter und so fort. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und ich würde sagen, das ist gut. Wir bauen unsere Hornfall direkt hin, weil hier ist Eisen. Und wir brauchen Eisen. Und zwar massiv viel. So, wir haben 2 Punkte momentan zu vergeben. Hier würde es nochmal Sinn machen, tatsächlich auch auf Bergbauader zu gehen. Brauchen wir aber Level 2. Aber dadurch haben wir praktisch noch mehr Abbaumöglichkeiten. Die 2 investieren wir. Weil wir werden jetzt mehr Material brauchen. Viel mehr. Wir werden auch in Zukunft viel mehr Material brauchen. Viel, viel, viel mehr Material. Normale sind kein Problem. Ferale, die ein bisschen mehr Leben haben, wenn sie einzeln kommen, eigentlich auch kein Thema. Guck mal, wir haben jetzt schon 200 Metall. Das geht relativ zügig. Du bist ein Ferale, oder? Nee, auch normaler. Ja, die hören das halt, wenn ich hier dementsprechend arbeite, kommt immer wieder einer angerannt. Okay. Hornfalle, da hinten ist der nächste. Das heißt, wir bauen wieder ein Grundgerüst. Das bauen wir sowieso aus Cobblestone, einfach weil es sicherer ist. Die Horde wird schwerer wie die letzte auf jeden Fall, aber in einem Bereich, wo es, denke ich mal, ganz gut machbar ist. Wir müssen sie jetzt nicht mega groß bauen, es ist eine Einwegfalle. Das heißt, wir haben eine einzige Nacht. Ziemlich genau zu sein, Tag 14 oder Nacht 14, wo wir die Falle brauchen. Alles andere ist Bonus. So, wir bauen es auf jeden Fall 3 hoch. Klingen fallen und so weiter. Wir werden eine Endfalle bauen. Die habe ich mir bereits zusammengereimt, wie ich sie bauen möchte. Die wird richtig, richtig krass. Ich habe schon immer nicht. Die Fallen, die wir gebaut haben, waren nicht übel. Die ich vorhabe, ist gigantisch. Wir brauchen, ich glaube, es sind über 30 Klingen, die wir für die Falle brauchen. Das ist verdammt viel. Vor allem, wir werden verdammt viel Material brauchen dafür. So, das ist jetzt erstmal der Aufgang. So, wir machen die ausgerichtet nach. Eigentlich ist es völlig Wurst. Wir machen die ausgerichtet nach da, weil da mehr Platz ist. Weiß es wurscht. Ja, ist trotzdem die Richtung. Hier ist schön gerade. Das Geile ist, wir sind auf einem schönen geraden Stück. Gut. Wir machen diesmal 2 Eingänge, beziehungsweise 2 Möglichkeiten, dass sie zu uns kommen. Wir nehmen die Dinger hier wieder. Sagen fortgeschritten rotieren. So, bauen einen. Ja, wir müssen eins freilassen. Eins freilassen, eins hier. Eins da. Ich möchte gerne was testen tatsächlich. Das hier wird schon mal unser Festes. Wir testen nämlich mit den Hordenfallen so ein bisschen, was alles möglich ist nach und nach. Das heißt, wir kopieren das Ding hier. So, das hier bauen wir jetzt erstmal nämlich aus Holz, weil ich habe damit was vor. Wir wollen, ich will bei praktisch, dass ich die Zombies lenken kann, welchen von diesen beiden Wegen sie am Ende nehmen. Wir können aber Elektrozäune tatsächlich schon reinbauen. So, das Ding hier. Dann kopieren und die Form kopieren. Herzlichen Dank. So. Das Geile ist übrigens, wenn wir das erstmal aus dem Holz hier bauen, können wir immer wieder abbauen. Das ist ein sehr, sehr geiler Trick. Nicht direkt aus Cobblestone zu bauen, sondern erstmal aus dem Material, aus den ganz normalen Holzblöcken zu bauen. Das macht es unglaublich viel leichter. Die genauen, wo komme ich raus, ich muss nicht irgendwas abbauen, was irgendwie schief laufen würde und so weiter und so fort. Macht es unglaublich leichter. So, das hier müssen wir sowieso auch aus einem sehr, sehr soliden, festen Block bauen. Das hier kann weg. Hier kann man dann schon die Treppe reinmachen. Guck mal, wir haben genug Blöcke eigentlich für die Falle komplett, oder was? So, hier bauen wir auch wieder die Stufen hoch. Die sollen es sehr einfach haben, hier hochzukommen. Wir werden jetzt in der Falle nicht viel mit Klingen arbeiten. Vielleicht bauen wir tatsächlich Stromzaun ein. Wobei, mit denen können wir, glaube ich, noch gar nicht. Da müssen wir ein bisschen mehr rein investieren, aber vielleicht können wir. Wann können wir Stromzaun? Das wird noch eine Weile dauern, glaube ich, nämlich. Fallen. Nee, oh, können wir? Wir können bereits. Oh. Wir haben gar nicht so wenig. 31. Wir können bereits sogar die Klingen fallen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Oh, dann bauen wir definitiv einen Stromzaun.
Elektriker, Generator können wir. Das ist wichtig. Alles andere ist optional. Das brauchen wir später dann irgendwann. Also, Zombies kommen wieder. Rennen hier hoch. Dann brauchen wir die hier. Wir müssen das Ganze um eins erweitern. Wenn wir es dementsprechend zu groß bauen möchten. Aber das wollen wir ja. So, sie können immer nur zwei Blöcke schlagen. Hier, hier, hier. Jetzt haben wir eins sogar zu weiter drüben gebaut. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Das reicht, wenn das so läuft. So. Dann kommt hier praktisch die... Ja, das brauchen wir so. Also hier dann dementsprechend die Abgrenzung. Dann brauchen wir Metallklappen. Die werden wir dann später bauen. Und dann kommt hier Metallklappe. Oben drüber kommt praktisch der Ausgang. So, so, so und so. Hier eine Metallklappe, die laufen hier drüber. Hier in den Elektrozaun rein. Wir werden da drauf rumballern. Wir können diesmal ein paar Spitzen vielleicht noch bauen. Dann haben wir hier den Aufgang erstmal. Und notfalls könnte man jetzt dann sogar schon sagen, wir fahren Minibike dahin. Oh, guck mal, zwei Samen direkt rausgekriegt. Nett. So, zurück zur Base. Hordenfalle steht schon halb. An Tag 11. Nein, aber wenn wir tatsächlich Elektrozäune reinbauen, wir brauchen Generator, wir brauchen Motoren, wir brauchen Benzin und zu Späße. Also wir werden da noch ein bisschen was arbeiten müssen zwangsweise. Wieso bist du Stein? Du auch? Tatsächlich. Okay, das da oben. Das müssen wir noch komplett ausbauen, aber dafür brauchen wir Holz, wie gesagt. Da ist das erste Wasser gleich fertig. Kommen da eigentlich direkt zwei raus oder stacken die nach und nach? Ich glaube, es kommt tatsächlich sogar direkt zwei raus. So, der Speer. Moinsen. Ah ja. Na gut, irgendwann geben wir das Holz aus. Hallo? Warum? Ich wollte gerade sagen, früher ging das so auch. Früher hat das auch funktioniert. So, wir brauchen Klebeband. Klebeband. Was macht mein Kleber? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Was haben wir momentan noch im Angebot? Kürbisbrot 8. Hau rein. So, das. Wie viel bringt der? 42. Handeln plus 5 kaufen. 5% kaufen. Cool. Dauer 5 Minuten. Also haben wir noch einen positiven Effekt praktisch noch mit drauf. Das Schöne ist, jetzt können wir mittlerweile hier so machen. Und können das Zeug praktisch dann wieder einsortieren. Das kann hier mit dazu. Klebeband. Klebeband. 6 Stück. Reicht für unseren Speer. Aber das ist die wichtigste Waffe erstmal. Stufe 5 vor allem, den wir bauen können. Ist schon geil. Und wir brauchen Knochen. Das heißt, wir müssen mehr Leichen zerlegen. Ich würde mir tatsächlich noch einen zweiten Wassersammler wünschen. Das können wir. Wir können am Ende dann natürlich wieder alles mitnehmen. Das ist ganz geil. Das heißt, wir können alles wieder hin und her karren. Das sind doch auch Stahl-Vorschlaghammer-Teile. Ganz ehrlich, können wir verkaufen. Stahlspeer, Schrotflintenteile, behalten wir. Schockstabteile können weg. Brauchen wir nicht. Robotik brauchen wir ganz dringend. Oh, was? Einmal Robotik. Motorwerkzeug, Maschinenpistolen, Machetenteile können wir auch behalten. Handfeuerwaffen auch. Gewehrteile. Komm weg damit. Das sind nur Dinge, die wir nicht brauchen. So, den Speer. Einmal in Auftrag. Vor allem kriegen wir dadurch auch wieder ein bisschen mehr Platz raus. Federn haben wir bereits geschrottet. Die Hälfte der Lampen können wir noch verkaufen. Bringt alles Kohle. Und jetzt müssen wir dann tatsächlich ein bisschen mehr Autos und so weiter zerlegen. Die Stühle können wir einschmelzen. Wir brauchen weit mehr Eisen. 31. Können wir schon Benzin? Okay, wir brauchen die Chemiestation, damit wir Benzin herstellen können. Da sind wir noch ein bisschen davon entfernt, tatsächlich. Das wird noch einen Moment dauern. Das Ding stellen wir her. Ist es hier eine Modifikation drin? Wie sieht's mit Rüstung aus? Sind wir bei Stufe 3. Wir haben selber Stufe 2, glaube ich, an. Wir haben Stufe 3 an. Schuhe fehlen uns noch. 1 und 2. Nein. Man sollte auch reinklicken. Nähset und Klebeband. Alter. Na gut, wir haben keinen Kleber mehr.
Wir brauchen Knochen. Wir brauchen Knochen. Ein paar liegen da. Da auch. Warte mal, wenn wir das Messer nehmen, ist glaube ich am besten, oder? 6 Knochen. Das heißt, tote Tiere einsammeln. Die Reifen beispielsweise eben für Plastik, aber die toten Tiere dementsprechend für Knochen. Sind wir bei 14. Oh, warte mal. Bist du Knochen? Das wäre sinnvoll, oder? Einen. Einen. Okay. Sehr ineffizient. Die waren leer. Nitrat. Ah, ist ein halber. Und dadurch kriegen wir Metallfedern, Metallrohre. Wir kriegen nur keine... Ich glaube, hier kriegen wir keinen Motor raus. Würde mich zumindest wundern. Sammler könnte man noch was rein investieren. Wobei, wenn wir so abbauen, mit normalen abbauen, also mit normalen Schlägen abbauen, ist es recht easy. Blöde Frage. Gar nichts, okay. Gar nichts ist nicht viel. Okay, die Stoßstange hat Metall gegeben, hat Plastik gegeben. Das gibt Metall. Das gibt Plastik. Auch Plastik. Der Kühler. Okay. 3 Metallrohre. Au. Ja, Kakteen tun weh. Wer hätte es gedacht? So, jetzt gucken wir mal, ob da 2 Wasser drin sind oder 1. Ich glaube sogar 2. Tatsächlich, wir kriegen direkt 2 Wasser raus statt 1. Das ist schon geil. 3:45. Wir haben die komplette Nacht praktisch jetzt schon durchgeschafft. So, jetzt wird's interessant. Verändern. Raus mit. Raus mit, raus mit. So, den Speer. 70 können wir verkaufen. Wie viele Slots haben jetzt im 5er Speer? 3. Okay, das mit Ausdauer ist auf jeden Fall geil. Waffenhandhabung von Bögen vermindert die Nahkampfausdauerverbrauch um 10%. Dann haben wir Modifikationen. Erhöht den Blockschaden um 10% und verringert die Abnutzung um 20%. Blockschaden. Okay, cool. Die Wunden haben wir schon drin. Das hier funktioniert. Messer und Macheten. Opfer zu betäuben und zu verlangen. Geht das bei... Geht das tatsächlich? Gezahnte Klingen-Mod. Können wir uns auch verkaufen. Die Munition. Modifikation. Knüppel geht das hier und das geht auch nur. Das sind Knüppel-Exklusive leider. Nahkampfwaffen, Werkzeuge, diese Modifikation für Nahkampfwaffen, Werkzeuge und Bögen verringern die Abnutzung. Abnutzung auch okay. Ganz ehrlich, wenn nichts anderes geht, nehmen wir das Ding hier. Geil, das geht tatsächlich. Eine Modifikation für alle Nahkampf- und Werkzeuge, Nahkampfwaffen und Werkzeuge. Zusätzliche Chance, die Opfer zu betäuben und zu verlangsamen. Das ist cool. Wieso geht das nicht? Wegen der gezahnten Klingen-Mod oder was? Tatsächlich. Und das geht, 2 Griffe gehen, aber 2-mal Klinge geht nicht. Dann nehmen wir lieber das Betäuben. Eine blutende Wunde zu verursachen. Hast du einen Unterschied? Nee, 6, plus 6 Punkte. Egal, was wir nehmen. Dann nehmen wir das und färben das Ding auch wieder rot. Stufe 5er Speer. Nice. So, das hier rein. Das da rein. Interessanterweise, ich hätte tatsächlich, ich hätte mit einer Schreierin gerechnet. Definitiv. Lustig, dass wir keine bekommen haben. Ah, das ist hier falsch. Du gehörst hier rein. Das, das, das. Ah, wir brauchen erst mehr Materialien. Munition ist das, 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 das. Das können wir direkt benutzen.
Du bist durstig. Ich habe gerade was getrunken, mein Freund. Jetzt lassen wir aber mal die Kirche im Dorf. Und Metallrohre, ja, kriegen wir alles wieder, aber müssen wir mal schauen. 16. Okay, Pflanzen haben wir. Beete brauchen wir, also wir brauchen die Grundmaterialien jetzt erstmal. Weiterhin. So. Pflastersteine haben wir tatsächlich noch. Die nehmen wir mal mit, wenn wir eine befallene Quest machen. Wir haben momentan Zäube, das befallene Gebiet, haben wir sowieso eine befallene Quest. Und das können wir dann alles noch verkaufen. Medizinisches Stuff haben wir auch sehr viel, ich weiß, aber die Frage ist, das lohnt sich ja nicht, das sind 15 Dollar zu verkaufen. Gut, hier 200 für die Kids. Gut, die hier können wir tatsächlich mal verkaufen, das sind 96, die können wir auch verkaufen, die Hälfte davon können wir verkaufen. Das sind Sachen, die wir nicht brauchen. Die Gips, das Gipszeug übrigens, das bringt nicht viel. Die Verbandskisten sind zwar geil, aber wenn wir so viel Schaden kriegen, dass wir die alle brauchen, sind wir eh tot. Also sind sie leider relativ sinnfrei. Wir haben viel Munition, also für die Horde sollte das definitiv reichen. Ich rechne zwar mit viel Gegenwehr, auch wieder über die komplette Zeit hinweg, aber das sollte auf jeden Fall im Bereich des Machbaren sein. Wir haben hier noch 6 Minuten drin, da können wir nochmal Gas geben schnell. Und wir brauchen sowieso Holz. Das heißt, wir brauchen irgendwas um die 30 Minuten im Moment, dass das Ding hier voll durchbrät. Und wir das Ding auch voll haben. Gut! Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Etwas kleinere Folge. Nächste Folge. Da ist ja ein Bus auf dem Dach. Haben wir noch gar nicht gesehen. Cool. Oben blauen Quallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Dann gibt's auch wieder Action. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.